Unser nächster und letzter Vortrag für heute wirkt so ein bisschen wie der krasse Gegenentwurf zu all den digitalen Möglichkeiten und Entwicklungen, von denen wir heute gehört haben. Und trotzdem war uns das sehr wichtig und trotzdem ist das Thema so aktuell und zeitgemäß, wie es nur sein kann. Denn schon lange ist die fotografische Technik in der Kritik, was Nachhaltigkeit und ökologischen Fußabdruck anbelangt. Egal ob analog oder digital, das Fotografische benötigt nach wie vor einfach wahnsinnig viel seltene Rohstoffe, umweltschädliche Chemikalien und künstlich hergestellte Produkte. Aber es gibt Möglichkeiten, mit Hilfe von Pflanzen die fotografische Entwicklung hervorzurufen. Ein Thema und ein Verfahren, das wir diskutieren möchten. Fragen wir also eine Spezialistin, die seit 2021 an der Universität für angewandte Kunst in Wien im Bereich pflanzenbasierte Photochemie und nachhaltige Dunkelkammerpraxis lehrt und forscht. Was Sie jetzt hören, wird Sie überraschen und hoffentlich inspirieren. Uns ging es auf jeden Fall so. Nelken, Rosmarin, Salz, Rezepte zu einer nachhaltigen Perspektive der Dunkelkammer. Aus Wien, herzlich willkommen, Claudia Rohrauer. Ja, schönen guten Nachmittag oder frühen Abend. Ich weiß nicht genau, wie das in Bayern ist, wie man das richtig bezeichnet. Servus. Servus. Mit ein bisschen wienerischem Einschlag. Falls man mich schlecht versteht, gerne fragen, was gemeint ist. Und auch nochmal, also überhaupt mal einen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute hier sein kann und über dieses aromatische Thema sprechen kann. Und auch danke für die schöne Einführung. Ich habe mir auch gedacht, jetzt nach dem Vortrag zuvor kann man nur sagen, and now to something completely different. Aber wie auch Martin schon gesagt hat, es ist nicht weniger aktuell. Und wie auch schon gesagt, eben Nelke, Rosmarin und Salz. Darüber werden wir heute sprechen und ich möchte vorher überhaupt mal meinen Weg skizzieren, wie ich in dieses Feld gefunden habe, nämlich in das Feld der nachhaltigen Dunkelkammer oder des Sustainable Darkrooms. Und zwar hat die Geschichte oder diese Reise auf diesen Acker für mich so begonnen, dass ich eben 2021, wie schon angesprochen, gemeinsam mit der Künstlerin und Fotografin Lisa Rastl mich im Team für den Aufbau und die Leitung einer neuen analogen Fotowerkstatt beworben habe, eben an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Und es war überhaupt, wenn man sich das so mal durch den Kopf gehen lässt, interessant. An der Angewandten gibt es eine digitale Fotowerkstatt schon sehr lange. Es gibt auch Dunkelkammern in den Klassen für bildende Kunst, die einen Schwerpunkt auf Fotografie haben. Aber es gab keine zentrale Werkstätte, die sich auf analoge Praktiken konzentriert. Und wir haben dann quasi diesen Aufbau begonnen, immer auch mit dieser Frage, wenn wir das 2021 beginnen, also quasi auch ein Medium aufnehmen, das eigentlich ja schon als unter Anführungszeichen obsolet geführt wird, weil es ja schon von dem Digitalen abgelöst wurde. Was bedeutet das und welche Potenziale können wir jetzt eben im 21. Jahrhundert im Analogen finden? Und wir haben da noch ein Schlagwort oder für uns so ein Motto oder eigentlich eine Fragestellung entwickelt, und zwar: Why analog photography? Why now? Weil das ja wirklich eine Frage ist, die alle, die noch mit dem Analogen heutzutage arbeiten, sich sicher des Öfteren stellen, weil man ja auch lange Prozesse auf sich nimmt, weil man Mühen zu bewältigen hat oder Hindernisse übersteigen muss, die man im Digitalen vielleicht nicht hat. Genau.
Und eben vor diesem Hintergrund, dem Aufbau der Werkstatt, das hieß auch Raumplanung, Konzeption der Dunkelkammern, Konzeption des Wassersystems, also auch quasi, wo kommt das Wasser rein, wo geht es wieder raus, brauchen wir einen Chemieabscheider zum Beispiel, ist dann immer stärker die Befassung mit dem Thema des Chemieabfalls und der Entsorgung auch für uns ins Zentrum gerückt. Und gleichzeitig war dann natürlich auch, wenn man sagt, gut, der Abfall, der geht darauf zurück, dass man ja davor auch schon Ressourcen verbraucht hat, wie eben auch der Martin vorher schon angesprochen hat, eben das Analoge ist extrem ressourcenintensiv und verbrauchend, gerade wenn man zum Beispiel über das Wasser nachdenkt. Da wissen wir auch noch nicht genau, wie man das viel besser machen kann. Genau, und parallel dazu habe ich dann auch begonnen, in Social-Media-Gruppen zu recherchieren, wie es eigentlich mit alternativen Prozessen ausschaut, und bin dann per Zufall eben auf einen Post von der englischen Künstlerin Melanie King gestoßen in der Gruppe Alternative Photographic Processes. Und mich hat das in dieser Routine von dem Herumwischen am Telefon sofort hinausgerissen, weil ich auf einmal da gesehen habe, da ist eine junge Frau in England, die einen Post macht, einen Videopost, wo sie erzählt, ich war gerade am Vormittag Algen sammeln an der Küste und jetzt bin ich hier in meiner Dunkelkammer und ich zeige euch, wie ich hier einen Entwickler mache aus den Algen. Und für mich war das ein total, also auch ergreifender Moment, weil ich beschäftige mich mit der Fotografie jetzt auch schon seit ich 14 Jahre alt bin. Damals habe ich eben die Ausbildung an der Grafischen begonnen, die auch noch rein analog war, bis ins vorletzte Schuljahr. Genau, und da ist mir dann so gekommen, okay, da gibt es irgendwie eine Bewegung, die in einem Feld forscht, das ich noch gar nicht kenne. Und dann habe ich beschlossen, eben gemeinsam mit der Lisa Rastl, dass wir uns das genauer anschauen wollen, tiefer reingehen wollen und auch schauen können, wie können wir da einerseits lernen von diesem Kollektiv, das sich nennt Sustainable Darkroom Collective in London. Es ist eine Zusammensetzung aus mehreren KünstlerInnen, die eben alle gemeinsam haben, dass sie sich dafür interessieren, wie man eben mit dem Analogen jetzt auf eine sinnvolle Art und Weise arbeiten kann. Und mir ist das auch wichtig, das zu betonen, weil ich habe es nicht erfunden, die Lisa Rastl und ich habe es nicht erfunden, dieses Thema. Und es gibt, gerade auch weil das eine Angelegenheit ist, wo viel Austausch besteht zwischen einzelnen Individuen oder dann eben Kollektiven, die sich mit der Materie beschäftigen, dass der Aspekt des Teilens extrem wichtig ist und dass es bei dieser Erforschung von diesem Feld nicht darum geht, dass da jetzt jemand quasi das Patent drauf hat. Das ist extrem wichtig, finde ich. Genau, und dann noch einmal kurz generell, um die Frage zu klären, was bedeutet das eigentlich, die nachhaltige Dunkelkammer oder der Sustainable Darkroom? Im Grunde genommen geht es eben darum, dass man die Substanzen, die eben umweltschädlich sind, versucht zu ersetzen durch non-toxische Substanzen. Und es ist vermutlich zum Beispiel jedem bekannt, Caffeinol, also quasi ein Entwickler, der auf Löskaffee basiert, eine Photochemikalie, wo man quasi alles aus eigentlich im Supermarkt oder im Drogeriemarkt kaufen kann. Man braucht keinen Fotohändler dafür. Und das ist ein quasi sehr niederschwelliger Zugang, um sich eine Chemie herzustellen. Und der Caffeinol, wie auch dann alle anderen pflanzlichen Entwickler, tragen die chemische Grundlage des Film- oder Papierentwicklers generell schlechthin in sich, nämlich die Phenole. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele der Anwesenden noch schwarz-weiß oder farbnegative entwickeln oder für wie viele das neu ist. Also vielleicht ist das jetzt eine Wiederholung und etwas Neues. Aber die Grundlage der analogen Entwicklung ist ja, dass wir in dem Entwickler eine Entwicklersubstanz haben,
die in der Lage ist, die belichteten Silberhalogenide dann in metallisches Silber zu reduzieren. Das heißt, die Entwicklersubstanz ist ein Reduktionsmittel. Und die klassischen Entwicklersubstanzen, die man kennt, sind eben Methol, Hydroquinon, Brenzkatechin oder, da muss ich immer noch mal nachschauen, Pyrogalol. Genau. Und die basieren eben, gehören alle zu der chemischen Gruppe der Phenole. Jetzt sind Phenole Substanzen, die einerseits in der Natur vorkommen, andererseits aber auch synthetisch hergestellt werden können. Zu den Phenolen gehören zum Beispiel auch die Tannine, die wir vom Rotwein kennen, sind zum Beispiel in den Schalen der roten Trauben enthalten. Und ich weiß nicht, ob das auch schon mal wer gehört hat, aber es gibt doch eben Leute, die schon mit Rotwein sehr schöne Ergebnisse in der Dunkelkammer entwickelt haben und erzeugt haben. Genau. Und ich werde jetzt quasi anhand von unseren Experimenten, die wir an der Uni auch gemeinsam mit unseren StudentInnen in unserer Vorlesungsreihe Alternative Prozesse und grüne Chemie begonnen haben, einfach auf einer sehr praktischen und bildlich prozessorientierten Weise durch dieses Thema durchgehen. Und wir sehen hier eine Illustration der Nelke. Und mit der möchte ich beginnen als das Beispiel für einen Träger von Polyphenolen. Die Polyphenole sind eine quasi chemische Verbindung der Phenolgruppe und sind quasi nur in Pflanzen enthalten. Und die haben eben dadurch, dass sie zu den Phenolen gehören, auch diese Eigenschaft, dass sie, wenn man sie noch mit anderen Substanzen in Verbindung bringt, eben zu einer Entwicklersubstanz werden können. Und ich zeige jetzt mal erste Bilder. Das waren erste Tests, die ich gemacht habe vor unserer Vorlesung mit Sternanis auf der rechten Seite und Nelken. Man merkt schon, man hat einen ganz anderen Arbeitsrhythmus als im Normalfall, weil man beginnt mal damit, dass man eben eine gewisse Menge entnommen aus einem Rezept für 10 Minuten aufkocht, dann über Nacht stehen lässt und am nächsten Tag gießt man dann den Sud ab. Und man kann sich dann vorstellen, wenn man dann zum Beispiel in einer Dunkelkammer ist und das am Vortag schon vorbereitet, dass da plötzlich ganz andere Gerüche durch den Raum wabern. Also in dem Fall, es war im Sommer, im Juni, es war relativ weihnachtlich durch die Nelken und den Sternanis. Und der nächste Schritt ist dann, dass man noch zwei Zutaten hinzufügt, die dann gemeinsam mit dem Phenolsaft, manche nennen es dann auch Tee oder Brew, habe ich von den Engländern dann eben den Entwickler herstellt. Und zwar die anderen Substanzen, die man dazu benötigt, sind eben einerseits Natriumcarbonat, das wir umgangssprachlich auch als Soda oder Waschsoda kennen. Also auch quasi eine Substanz aus der Putzmittelabteilung beim DM oder anderen Drogeriemärkten. Und das Natriumcarbonat übernimmt die Aufgabe des Alkali, also das bringt dann den pH-Wert in die Gegend, wo dann die Entwicklersubstanz in der Lage ist, das Silber auch zu reduzieren. Und weiters wird dann noch hinzugefügt Ascorbinsäure bzw. Vitamin C. Und die hat auch für sich die Eigenschaft, ebenso ein Reduktionsmittel zu sein und spendet sozusagen Elektronen und beschleunigt dann den Entwicklungsprozess. Und man sieht hier ein paar, man kann es glaube ich eh ganz gut erkennen, unterschiedliche Testergebnisse ganz vom Anfang. Und ich habe mit meinen ersten Experimenten das Rezeptbuch des Sustainable Darkroom Kollektivs sozusagen hergenommen, um mal einen Startpunkt zu haben.
und habe dann auch gemerkt beim Durchlesen des ersten Rezepts, es steht 35 Grad, 20 Minuten. Und ich denke mir, welcher Film? Weil wie kennt man auch noch, für alle, die viel mit Schwarz-Weiß arbeiten, jeder Film in einem unterschiedlichen Entwickler bedarf einer unterschiedlichen Entwicklungszeit natürlich. Und ich habe mich mal einfach auch begonnen, mich heranzutasten, um dann mal auf Ergebnisse zu kommen, mit denen man dann weiterarbeiten konnte. Und zum Beispiel auf der linken Seite, die Filme, die man jetzt in dem Trockenschrank sieht, sind 3 verschiedene Schwarz-Weiß-Filme, die aber alle im selben Entwickler entwickelt worden sind. Also man merkt dann schon, es mit einem Overall-Rezept ist es auch hier nicht getan. Und das ist dann auch eine Sache, die wir eben im Rahmen der Werkstatt uns als Ziel gesetzt haben, dass wir wirklich versuchen wollen, jetzt durch weiteres Forschen auch gemeinsam mit den Studierenden hier wirklich auch mehr in die Richtung zu kommen, dass wir valide Ergebnisse haben, dass wir wirklich ein breites, das ganze Spektrum abdecken können an Filmen, das es gibt, und dass es dann auch eben eine schriftliche Dokumentation des Ganzen gibt, die dann wieder gestreut werden kann, verbreitet werden kann, und dass man dann etwas kontrollierbare Ergebnisse auch haben kann in der Zukunft. Und was man an dem aber auch gesehen hat, ist, dass bei diesen Techniken oder Praktiken eben ein ganz anderer Spirit in die Dunkelkammer einzieht, nämlich das Unkontrollierbare und Wilde, ist jetzt auch ein bisschen klischeehaft, aber eben doch leicht wilde Element der Natur. Und wir haben alle gefunden, ist auf viel positive Resonanz gestoßen, auch bei den Studierenden, dass das auch sehr schön ist, wenn man sich auf so einen Prozess dann einlässt, weil gerade in der Dunkelkammerarbeit geht es immer so extrem um Kontrolle, 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 Kontrolle über den Prozess, Kontrolle über Temperaturen, Kontrolle über die Chemikalien und so weiter. Dass es dann eigentlich auch schön ist, diesen extrem kontrollierten Weg auch zu verlassen. Man muss aber dann auch natürlich damit umgehen können, wenn etwas nicht funktioniert. Genau. So schaut dann zum Beispiel das Laborbecken am Ende eines Tages mit den Studierenden aus. Wir haben eben da gearbeitet mit Nelkenentwicklern und Rosmarin. Und hier sind zum Beispiel 2 konventionell vergrößerte Abzüge von 2 meiner Testnegative, anhand von denen man eigentlich sehen kann, dass diese Entwicklung extrem schöne Kontraste bringen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich dann vorstellt, okay, es ist nicht mit konventionellen Chemikalien hergestellt, daher ist das alles ein bisschen schwächer oder flauer, also diese Entwickler haben echt eine ziemliche Power. Bei dem linken Bild muss ich allerdings sagen, da hatte ich zum Beispiel dann eine Belichtungszeit von 150 Sekunden, weil wir extrem dichte Negative haben, weil wir kein Klärmittel verwenden. Also man könnte, man sieht, ich springe nochmal zurück. Zum Beispiel auf dem rechten unteren Bild, der ganz rechte oder auch linke Film, man sieht schon, dass es eben, die waren mit Nelken und Rosmarin entwickelt, dass es eben quasi so einen Niederschlag gibt, der zum Beispiel beim Scannen nicht sonderlich stören wird. In der Positiv-Dunkelkammer braucht man dann halt sehr lang natürlich, und man könnte den durch diesen Schleier, durch die Zugabe von Kaliumbromid schon nochmal verringern. Wir haben uns aber dazu entschieden, das vorerst zu lassen, weil wir nicht genau wissen, wie sich das dann eben auf den nachhaltigen Aspekt auswirken würde. Genau, und Rosmarin, auch schon angesprochen, haben wir dann auch getestet in der Positivdunkelkammer. Das heißt, man kann sich das auch so vorstellen, bei uns in der Werkstatt
hängen überall Rosmarinzweige zum Trocknen und wir planen schon im Hof auf einem kleinen Grünstreifen eben ein paar Sträucher anzupflanzen für die Zukunft. Und dieser Testprint von Timna Luckstein, einer Studentin aus der bildenden Kunstfotografie, ist eben mit Rosmarin entwickelt. Man sieht zum Beispiel auch, dass es eine Tönung gibt. Also es ist jetzt kein rein weiß, sondern hier ist eher so ein grünliches Grünbraun. Der Entwickler hält nicht sonderlich lang. Also man muss lang entwickeln und schnell nachkochen. Und hier offenbart sich dann auch wieder ein nächster Aspekt von dieser Art zu arbeiten, nämlich, dass man damit keine Massenproduktion durchbringen kann. Und wir fanden das dann aber auch interessant, weil wir uns dann gefragt haben, quasi, was bedeutet das wirklich, auch jetzt zum Beispiel für eine künstlerische Produktion einer Ausstellung, wenn ich mich an solche Prozesse halte, wenn ich dann zum Beispiel ein Projekt hätte, das aus einer Serie von 30 Bildern besteht und ich habe einen Entwickler, der nach 2 Stunden quasi erschöpft ist. Ich komme jetzt dann zum Salz, mit dem wir jetzt Experimente durchgeführt haben, um das Fixierbad auf eine ökologisch verträgliche Ebene zu bringen. Und zwar ist es eben auch möglich, einfach nur mit einer Salzlösung zu fixieren. Das war eben ein erster Test von einem Bild, wo schon sowohl das Negativ mit Nelkenentwickler entwickelt war, der Print dann in Rosmarin und fixiert wurde er dann über eine Woche lang in einer salinen Lösung. Also es gibt dann auch zum Beispiel in den ganzen Anleitungen, die man jetzt mal findet, wenn man zum Beispiel googelt, stößt man schon auf einige Leute, die sich damit beschäftigen. Manche sagen ja, also generell, damit man sich's vorstellen kann, Rezept zu dem lautete am Anfang eben Menge an Wasser, die man braucht und dann so lange Salz reinrühren, bis sich nichts mehr auflösen kann. Und dann das Ganze bei 35 Grad und übers Wochenende stehen lassen. Dann kann man nachschauen und wenn sich's dann verfärbt, nochmal reintun. Aber wir haben auch ein paar Studentinnen, die so geduldig sind, dass sie dann wirklich eine Woche warten mittlerweile. Das war mein Test vom Sommer. Und dann von der Magdalena Can, die studiert angewandte Fotografie bei der Maria Zielberg. Und die ist eigentlich so eine unserer kernmotivierten Personen. Und die hat jetzt auch über den Sommer eben sehr viel in die Richtung weitergearbeitet und dann auch so einen Zufallsfund gleich produktiv umgemünzt. Nämlich es ist dann einmal nach dieser ersten Fixier-Session mal ein Probestreifen unabgewaschen im Laborbecken liegen geblieben. Wir waren dann auf Urlaub, kamen zurück und haben eigentlich was total Schönes gefunden. Man kann es sehen auch auf der linken Seite, nämlich das ganze Salz ist dann wieder rekristallisiert auf dem Print und es war eigentlich eine sehr schöne Sache. Und sie hat jetzt dann das aufgegriffen und eine Serie gemacht über Salzgrotten und dann eben diese Bilder auch wieder mit Rosmarin entwickelt und dann eben über 2 Wochen fixiert. Und dann auch eben bewusst das Salz nicht abgewaschen, eintrocknen lassen und hat dann quasi diesen Effekt erzielt, dass man hier so eine leichte, einen Glitzereffekt am Print hat. Und es ist auch eine ganz andere Haptik, wenn man das mal vor sich liegen hat. Genau, und weil ich jetzt das Wort Effekt in den Raum gestellt habe, wir reflektieren das halt schon auch sehr stark oder versuchen das auch den Studentinnen bewusst zu machen, quasi diese grüne Chemie soll jetzt keine Effekthascherei sein, nicht zu einer Effekthascherei mutieren, weil wir uns schon gefragt haben, wenn das andere sehen, dann wollen das alle haben. So, wie geht das? Das nehme ich auch, ebenso wie die eingebauten Filter im Instagram oder so.
Genau. Und vielleicht noch kurz, bevor ich über das Phytogramm spreche, es gibt ja einfach eine Reihe an Substanzen oder eben Ressourcen, die eingesetzt werden. Und wir haben mal überlegt, was kann man jetzt wirklich alles ersetzen. Und im Grunde genommen gibt es Versuche zu so gut wie allem. Also zum Beispiel, dass man die Gelatine durch Agar-Agar ersetzt. Dass man theoretisch ein Fotopapier machen könnte aus einem getrockneten SCOBY vom Kombucha fermentieren, zum Beispiel. Wie gesagt, Salz haben wir schon gesprochen. Dann, dass man für Stoppbäder ja auch Essig verwenden kann, ist jetzt auch nichts Neues mehr. Was mich aber dann interessiert hat, war das Silbernitrat. Während dem kommt man ja dann doch nicht vorbei. Also, oder sagen wir so, wenn das analoge Bild noch ein Silberbild sein soll, dann kann man das Silbernitrat nicht ersetzen. Aber es gibt dann doch auch andere Techniken, wie eben die Antotypie, die vielleicht auch bekannt ist, wo man Farben aus Pflanzen extrahiert, dann mit den Säften Papiere beschichtet, sozusagen schon einkoloriert und dann eben einen Lichtdruck von einer Vorlagenfolie machen kann. Hier hat man aber eben auch etwas, ein vergängliches Produkt. Und was uns dann auch noch interessiert hat, war das Phytogramm. Es ist eigentlich ein Pflanzendruck, kann man sagen, der über ein Kontaktverfahren funktioniert. Und zwar basiert das Ganze wieder auf den Phenolen, die in Pflanzen enthalten sind. Und man kann alle möglichen Pflanzen dafür einsetzen, die man möchte. Und legt die dann auch, also Prozesserklärung, legt sie in eine Lösung von Wasser, Natriumcarbonat und Vitamin C ein. Also genau dasselbe Prinzip auch wieder wie bei den Filmentwicklern. Legt die Pflanzen ein und platziert sie dann direkt am Filmmaterial und lässt das Ganze dann belichten. Es würde, glaube ich, auch ohne Licht gehen, habe ich gerade mal unlängst mal mit jemandem besprochen. Aber was wirklich bei dem so interessant ist, dass die Schwärzung, die entsteht, dann eben wirklich durch den Kontakt des Materials passiert. Und eben, es ist auf der linken Seite ein schwarz-weiß 4x5-Inch-Negativ von der Nele Hatzot und rechts ein Phytogramm auf einem Schwarz-Weiß-Papier von Timna Lugstein. Dann weiter noch ein Phytogramm dann auf Farbpapier. Das ist dann auch durch unsere Farbpapierentwicklungsmaschine gelaufen. Also quasi der Finalisierungsprozess war dann nicht mehr non-toxisch. Aber die Strafe ist uns dann ins Haus gerauscht, weil wir haben dann das Bleichfix entsorgen müssen, weil der Print nicht gut abgewaschen war und dann anscheinend doch einiges an Vitamin C in der Maschine und auf den Walzen waren. Also wir waren demütig und haben geputzt. Und ich stelle jetzt auch kurz ein Projekt vor, das ich aus dieser Beschäftigung für mich mitgenommen habe, nennt sich Algae Agent. Also der Agent verweist eh auf den englischen Terminus Developing Agent, die Entwicklersubstanz. Geht ein bisschen zurück auf diesen Zufallsfund dieser Melanie King aus Great Britain, die mit Algen arbeitet, und ich habe auch mal vor 8 Jahren eben eine Fotogrammserie mit Algen gemacht, und seit diesem Sommer ist mir klar geworden, mir war nicht bewusst, was die Algen tatsächlich können, und wollte das dann eben doch nochmal durchspielen. Und hier sieht man eben aus der Dunkelkammer, wie das dann ausschaut, wenn man eben mit dieser Phytogrammtechnik arbeitet. Und ich fand das ganz schön auch bei den ersten Tests, weil man sofort einen ganz anderen Umgang mit dem Material hat. Also eben mit dem kostbaren Negativfilm, es ist alles gleich, alles wird sofort, also gerade bei den Algen, angeschleimt und schmutzig. Und es ist aber wirklich schön, das mal auch zuzulassen, finde ich. Und ich habe dann eben
generell mal auch den ganzen Prozess dokumentiert. Also habe auch einen Entwickler gekocht aus Algen, die ich aus, von der Küste in Belgien mitgenommen hatte. Und dann fortführend Phytogramme gemacht. Eben auf der linken Seite sieht man einen Schwarz-Weiß-Mittelformat-Film, der ist da jetzt in Teile gestitcht, ist momentan in der aktuellen Ausgabe von der Kamera Austria in einem Hauptbeitrag abgebildet. Und rechts dazu eben der Kontakt. Und was ich bei dem auch ganz interessant finde, dass es sehr viele unterschiedliche formale Momente hat, dass es ein bisschen changiert zwischen einerseits dem Fotogramm, andererseits dann aber auch einem Chemigramm und das, was dann drüber steht, ist eben das Phytogramm. Und der nächste Schritt war dann doch noch auch ein paar Details zu vergrößern und da war mir dann klar, das muss jetzt auch aufs Farbpapier. Genau. Und es gibt jetzt noch einen kleinen Szenenwechsel, der auch ein bisschen erklärt, warum ich eigentlich da bin. Denn ich habe den Andy Scholz kennengelernt, da er mich und meine Kolleginnen Caroline Heider, Ruth Horak und Lisa Rastl für seinen Podcast Fotografie Neu Denken interviewt hat, weil er mehr wissen wollte zu unseren Projekten Fotografie als Motiv und Fototechnik A mit hochgestelltem A. Und da haben wir eben uns das erste Mal kennengelernt und er hat mich dann auch gebeten, dass ich bitte auch kurz über die Projekte erzähle, die wir da gemeinsam machen. Wir sind drei Künstlerinnen, eben Lisa Rastl, mit der ich auch gemeinsam die Werkstatt leite, dann Caroline Heider, unterrichtet in der Klasse für angewandte Fotografie, ebenso an der angewandten, und Ruth Horak, eben Kunsttheoretikerin, Kritikerin, in der Fotografie allen bekannt, sage ich jetzt einmal, eine Koryphäe, die ebenso die Fotografie schon sehr lange aus sehr verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven anschaut. Und wir arbeiten jetzt mittlerweile seit beinahe 5 Jahren gemeinsam unter dem Schlagwort Fotografie als Motiv. Und das Ganze rührt auch daher, dass Lisa Rastl, Caroline Heider und ich Gemeinsamkeiten in der Biografie haben. Wir haben alle eine intensive technische Ausbildung als Fotografinnen oder auch Kamerafrau, wie im Fall von der Caroline Heider, hinter uns und dann aber auch das bildende Kunststudium und die eigene künstlerische Praxis. Und wir haben dann irgendwann mal festgestellt, dass bei uns allen in den Arbeiten eben so ein sehr starker medienreflexiver Zugang da ist, der sich auch sehr stark eben aus der fotografischen Praxis speist. Die Technik ist für uns jetzt eben nicht nur ein Tool, um zu einem Bild zu kommen, sondern auch mittlerweile dann selber zum Motiv geworden. Daher rührt auch ein bisschen dieses Fotografie als Motiv. Und wir arbeiten jetzt eben, nächstes Jahr haben wir 5-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit in Form von Ausstellungen zusammen. Begonnen hat es 2019 mit einer ersten Ausstellung zum Thema Fotografie als Motiv. Dann jetzt gerade, vergangenen Sonntag zu Ende gegangen, ist die Ausstellung Fototechnik A3, die war zu sehen im Fotoforum Passcard Biel in der Schweiz. Und ich zeige da jetzt einen kurzen Durchgang, der vielleicht auch ein bisschen einen Einblick gibt in unsere Auseinandersetzung. Kurz, weil uns auch jetzt mal klar geworden ist, dass das in Deutschland gar nicht so bekannt ist, dieses hochgestellte A, wird im Österreichischen ja quasi zum, ist die weibliche Form eines Titels, so wie Doktor A. Und wir haben quasi mal, weil wir eben so einen starken technischen Bezug haben, mal die Frage in den Raum gestellt, kann man die Fototechnik eigentlich gendern? Und wie würde eben eine weibliche Fototechnik aussehen? Oder auch die Ruth Horak hat es dann so formuliert, wie weiblich ist die Fototechnik? Die ja bekanntlich schon noch ein sehr männlich konnotierter Begriff ist. Und der Dreier steht dafür, dass das jetzt schon die dritte Ausgabe dieser Ausstellung ist, teilweise auch in wechselnden Besetzungen. Aber schauen wir erstmal die Schweiz an.
Wir haben einerseits eben auch dieses Jahr zum ersten Mal eine Gemeinschaftsarbeit realisiert, nennt sich Gruppenbild mit Damen und Kameras. Bezieht sich eben einerseits generell auf das Gruppenbild der Künstlerinnengruppe oder des Kollektivs, aber andererseits auch generell um das Zeigen der Geräte, die man hat. Und quasi das Ganze hat so funktioniert, dass wir mit allen Kameras, die wir haben, eben, und das sind dann unterschiedliche Formate, von eben 4x5 Inch über Mittelformate bis Super 8, in ein Studio gebracht haben und dann einfach das ganze, das System des Gruppenbilds mit jeder Kamera durchexerziert haben. Und es war dann im Endeffekt eine Installation von 14 Bildern. Hier sieht man jetzt dann den ersten Raum der Ausstellung. Wir haben über einen Open Call in der Schweiz Künstlerinnen gesucht, die sich ebenso mit einem, die einen ähnlichen Zugang haben in ihren künstlerischen Arbeiten, was die Technik betrifft, und haben dann in den einzelnen Räumen Paare gebildet. Im ersten Raum sieht man die Arbeiten von Lisa Rastl gemeinsam mit denen von Alessia Oliveri. Die Arbeiten an der Wand sind die von Lisa Rastl. Dann hatten wir den Silberraum, den die Corinne Futterlieb und ich gemeinsam bespielt haben. Da hat sich dann aus unseren Zugängen oder auch Inhalten, die uns interessiert, das Silber so als Überthema ergeben. Und der dritte Raum war dann das Paar Christelle Boulet auf der linken Seite, die Schweizer Künstlerin, und dann rechts Caroline Heider. Und hier sieht man dann nochmal die Gesamtinstallation von Fotografie als Motiv. Dieses war dieses Jahr in der Galerie Marenzi in Leibniz. Und hier auch noch eine Ausstellungsansicht in die zweite Auflage der Ausstellung, die war dieses Jahr im Fotohof Salzburg zu sehen. Und da haben wir dann im deutschsprachigen, also in Deutschland, nach Verbündeten gesucht und haben dann die Susanne Kriemann, Claudia Kugler und Silvia Henrich, alle aus Berlin, mit ins Boot genommen. Und das Schöne ist, oder das ist auch ein bisschen unser Anspruch daran, wir wollen diese Serie natürlich weiterführen, und im besten Fall erweitert sich so das Netzwerk. Man findet neue Gleichgesinnte und im besten Fall arbeitet man auch gemeinsam weiter. Dann haben wir auch quasi die Publikation oder das Künstlerinnenbuch als Form gefunden, eben Fotografie als Motiv auf der linken Seite, war unsere erste Publikation. Darf man auch gerne erwähnen, dass die auch zwei Auszeichnungen erhalten hat, eben den österreichischen Staatspreis Schönste Bücher 2021 und dann folglich die Goldmedaille beim Best Book Design All Over the World von der Stiftung Buchkunst Leipzig im vergangenen Jahr. Und auch hier haben Lisa Rastl, Caroline Heider und ich eigene Beiträge entwickelt, direkt für das Buch. Ich habe auch ein Exemplar mit, wenn wer dann reinschauen möchte. Wir haben auch Theoretikerinnen eingeladen, uns zu unterstützen. In dem Fall Ulrike Matzer und den Andreas Spiegel. Und in der anderen Publikation, Fototechnik A, haben wir dann eben die Ausstellungen und das dazugehörige Symposium noch zusammengefasst. Und damit man auch sieht, dass unser Zugang zur Fototechnik jetzt eben so nerdig wie alle sind, auch eine sinnliche und humorvolle Ebene hat, haben wir dann eben auch noch quasi das Symposium als Format in unser Repertoire aufgenommen, bei dem es eben einerseits theoretische Auseinandersetzungen gibt, auch von der Ruth Horak, die eben immer durchführt, und wir Künstlerinnen bringen dann immer eher einen performativen Beitrag. Also die Lisa Rastl macht dann Reproduktionsshows, weil das Reproduzieren auch in ihrer Arbeit im Zentrum steht. Die Caroline Heider gibt auch eben Lectures mit Bildbegleitung und
Ich habe versucht, ein Anleitungsbuch von Berenice Abbott in tänzerische Momente zu übersetzen. Genau. Das, ich glaube, jetzt war das schon ziemlich lang. Das ist schon maßlos überzogen. Ja, ja, dann hätte man das, den Szenenwechsel weglassen müssen. Das war das. Ja. Aber herzlichen Dank. Danke. Und eben, wenn es Fragen gibt. Genau, das wäre jetzt noch der Punkt.